sieht so leicht aus und bedarf doch so viel Training. Synchronschwimmen ist Präzisionsarbeit. Zur Norddeutschen Meisterschaft, die zugleich auch Berliner Meisterschaft ist, sind 39 Mädchen und Damen aus 5 Vereinen ins Stadtbad Tempelhof gekommen, um hier ihre Meisterinnen in Sachen Eleganz und Harmonie zu finden. Eine, die bereits genau weiß, worauf es ankommt, ist Michelle Zimmer. Die 21-jährige Bundeskaderschwimmerin nutzt den Wettkampf zur Vorbereitung auf große internationale Turniere. Also die Schwierigkeit dabei ist natürlich, zu zweit oder zu acht oder zu zehn synchron zu sein. Aber auch schwierig ist es, präsent zu sein. Es muss leicht aussehen, auch wenn es schwer ist. Das mit der Luft anhalten ist natürlich schwierig. Jeder, der versucht, mal beide Arme aus dem Wasser zu heben, wird merken, dass es nicht so leicht ist. Und wir machen es ja ständig, beide Arme oben, beide Beine oben. Und genau, die Schwierigkeit liegt vor allem darin, es einfach auszusehen zu lassen. Das gelingt auch schon den jüngeren Teilnehmerinnen. Viele der Mädchen starten noch im Jugendbereich. Für einige ist es der erste große Wettkampf. Bereits mit 7 Jahren fängt der Nachwuchs beim Ausrichterverein SC Wedding an, auf das eine große Ziel hinzutrainieren: Synchronität. Das trainieren wir, indem wir die Musiken, die wir immer unterlegt haben, unsere Chören, auszählen und auf eine Zahl passiert im Prinzip eine Bewegung. Und wenn das alle gleichzeitig machen, dann ist man 100% synchron. Das ist natürlich der Idealfall. Haben wir nicht immer, aber wir sind schon auf einem ganz guten Weg. Das Ergebnis könnte dann so aussehen. Mit mehr als 20 Wertungspunkten Vorsprung gewinnt der SC Wedding Berlin das Finale in der freien Kombination. Dass der Sieg so deutlich ausfällt, liegt aber sicher auch daran, dass die Erzrivalinnen aus Flensburg in diesem Wettbewerb nicht angetreten sind. Leider sind sie heute ein bisschen mit weniger Aktiven gekommen. Es sind nur Leute im Jugendbereich, deswegen schwimmen auch nur Solo und Duett. Deswegen ist es eher so eine Konkurrenz für unsere Solistinnen und Duettschwimmerinnen. Eine davon ist Tora Götting. Die 15-Jährige ist eine der insgesamt 3 Nationalmannschaftskolleginnen von Michelle Zimmer, die ebenfalls für den SC Wedding antreten. Gemeinsam mit Partnerin Thea Bauwens gewinnt Tora Götting den Duettwettbewerb ihrer Altersklasse. Doch auch auf die beiden warten höhere Aufgaben. Wir haben uns gut darauf vorbereitet und haben das auch alles gut gemeistert. Und jetzt kommen erstmal die Altersklassen Deutschen und das war jetzt erstmal so der Test, ob alle Küren klappen. Geklappt hat es für die Mädchen vom SC Wedding Berlin am Ende dann auch noch mit dem Sieg in der Gesamtwertung. Ein gelungener Testlauf also für die anstehenden nationalen und internationalen Aufgaben. Wir wünschen viel Erfolg.